Guten Morgen. Guten Morgen, mein Kätzchen. Hast du dich zu meinen Socken gelegt? Ja. Was ist mit dem anderen Kätzchen? Wer hat hier eigentlich so viel Fluff auf meinem Mantel hinterlassen? Das andere Kätzchen? Da oben. Bist du auch schon wach? Naja, wer die ganze Nacht hier rumtobt und spielt, der ist mal morgens natürlich müde. Cosmo, ich will wirklich nicht gemein sein, aber wir wollen hier frühstücken. Und ich habe dir schon dreimal die Tür aufgemacht. Hörst du mir zu? Geh bitte runter. Wir wollen hier essen. Und du sollst rausgehen. Du miaust doch die ganze Zeit, weil du rausgehen möchtest, oder? Komm. Guck mal hier. Los. Hopsi hops. Na los. Na los. Na komm, es wird kalt. Ja. Katze. Katze, hängst du wieder auf dem Tisch rum? Cosmo, du kannst dich woanders putzen. Das geht hier nicht. Guck mal, wie gut er auf mich hört. Mach das mal, du siehst, wie schön sein Fell glänzt. Oh wow, das Fell glänzt so schön in der Sonne. Du machst dich auch richtig gut auf dem Tisch, während wir essen. Apollo war gerade auf dem Klo, der kommt bestimmt gleich auch hoch. Cosmo, geh jetzt runter, bitte. Ach, vergiss es. Ich glaube, da kann ich auch gegen die Wand reden. Interessiert hier keinen. Nicht wahr? Richtig. Was hast du denn da wieder angelutscht? Das oder das Kissen? Oder beide? Beide schon so, sind schon so eklig, nicht wahr, Katzen? Jetzt habe ich ihn gestört. Na toll. Apolli. Ihr habt euch doch abgesprochen, oder? Machst du das jetzt, weil Cosmo das gemacht hat? Ja, ne? Du machst das nur, weil Cosmo das gemacht hat. Katzi, warum hast du Apollo beigebracht, auf dem Tisch zu sitzen? Hm? Das machst du doch mit Absicht hier. Kusse meine koniglicken Fuße. Kusse dir selber. Was denn? Ein Blatt. Schnapp es dir. Das sieht aus wie ein Vogel. Ist das ein Vogel? Vielleicht? Willst du schnell raus und es dir holen? Papi, schnell. Wir brauchen ein Geschirr. Da sitzt ein Blatt vor der Tür. Es läuft bestimmt gleich weg. Wir müssen es noch erwischen. Was ist dein Geschirr? Schnell. Nicht, dass es wegläuft. Kann passieren. Ist gar nicht mal so unmöglich. Ist auch schon vorgekommen. Haben andere Katzen erzählt. Yay. So. Willst du dich von der anderen Seite anschleichen? Willst du dich von der anderen Seite anschleichen? Oder soll ich aufmachen und du direkt drauf los? Katzi,
Guck mal. Ui. Guck mal, ich hab ihn. Guck mal, ich hab ihn. Weg ist er. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Los, schnell. Hol ihn dir. Apollo, du hast echt eine komische Angewohnheit. Apollo! Er hat es noch im Mund. Er hat es noch im Mund. Ja, hier. Sie macht wieder Weihnachtsmann. Oh mein Gott. Lass. Ey, man kann nicht mal ein bisschen Fluff auf dem Teppich liegen lassen, ohne dass Apollo es sich gleich schnappt und es auch fressen will, aber komplett. Ja. Yeah. Hallo. Hier rein. Gott, habe ich mich erschreckt. Er sucht doch schon wieder nach seinem Fluff. Ja. Suchst du schon wieder nach deinem Fluff? Ich habe es eingesammelt. Ich hoffe, ich habe auch alles eingesammelt. Und gleich lasse ich hier so einen Saugroboter drüber fahren. Dann ist gar nichts mehr da. Sollte es zumindest. Das testen wir gleich aus. Deswegen habe ich sie da hingelegt. Sieht aus wie der Weihnachtsmann. Ja, das war witzig. So, was ist jetzt mit euch? Alles okay? Wirklich was. Wieso ist das aufgeräumt? Cosmo. Du hast so viel davon. Und du willst es alles behalten. Ey, kannst du bitte aufhören, dir dein Geschirr auszuziehen? Du willst doch wieder rausgehen, oder nicht? Katz, nee. Ihr wundert euch bestimmt, was das soll mit dem Logo, was ich da hingeschrieben habe. Ja, es ist so, wie ich es hingeschrieben habe. Es sind tatsächlich Leute, die sitzen irgendwo im Ausland unterwegs, die klauen Videos und dann schreiben sie mir E-Mails, ich soll doch bitte Geld an sie überweisen, damit sie die Videos wieder runternehmen. Ja, klar. So sehe ich auch aus. Deswegen habe ich das in ein paar Sequenzen reingesetzt, falls sie die Videos wieder klauen, damit die Leute wenigstens auf TikTok Bescheid wissen und die Accounts blockieren können.